Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch einen Kissenbezug mit Reißverschluss nähen könnt. Das ist super schnell gemacht und jetzt folgt die Anleitung. Viel Spaß beim Zusehen! Als erstes habe ich meinen Stoff jetzt rechts auf rechts übereinander geklappt, dass ich hier an der Seite eine Bruchkante habe. Und nun messe ich mir einmal die Maße 42 x 42 ab. Und das schneide ich mir dann einmal aus. Markiere ich mir einmal auf der offenen Seite, also hier ist der Bruch und hier ist die offene Seite, da markiere ich mir einmal bei 6 cm vom Rand, einmal von unten und von oben die Stellen und die werden dann gleich einmal mit einem einfachen Grasstich im Nähfüßchenabstand zusammengenäht. Hier kann man das jetzt nochmal genau sehen. Ich habe da jetzt einfach eine Nadel gesetzt und nähe jetzt einfach bis zur Nadel hin. Ich verwende hier das normale Nähfüßchen und nähe jetzt einfach im Nähfüßchenabstand bis zu meiner Markierung im einfachen Gradstich. Am Anfang und am Ende verriegle ich die Naht. So sollte das dann aussehen und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Als nächstes drehe ich mir den Bezug jetzt einmal auf die rechte Seite, also die schöne Seite, und nehme mir den Reißverschluss. Den lege ich mir jetzt hier rein in die Öffnung. Und lege die Nahtzugaben hier an den Seiten auseinander und lege dann im Abstand von 3 cm bis zur Öffnung den Reißverschluss an und stecke mir den einmal ringsrum mit Nadeln fest. Hier in der Öffnung lege ich die Nahtzugaben immer knapp zurück, etwa 1 cm, und stecke auch das einmal mit Nadeln fest. Fertig angesteckt, sollte das nun so aussehen. An der Maschine habe ich jetzt das Reißverschlussfüßchen eingesetzt und werde nun knapp am Reißverschluss dran lang einmal ringsrum nähen. Ich beginne dabei so etwa einen halben Zentimeter vor dem Reißverschluss, vor der Öffnung.
Wenn ich jetzt etwa an der Öffnung wieder einen halben Zentimeter dran lang genäht habe, dann lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen an, drehe meinen Stoff seitlich, senke das Nähfüßchen und nähe jetzt einen halben Zentimeter vor. Jetzt hebe ich das Nähfüßchen wieder an, drehe den Stoff wieder um 90 Grad, lasse das Nähfüßchen wieder runter und nähe bis zur nächsten Ecke weiter. Und an der zweiten Ecke mache ich das genauso. Ich nähe wieder einen halben Zentimeter drüber, drehe dann wieder den Stoff, nähe jetzt noch mal kurz über den Anfang zum Verriegeln rüber und dann bin ich mit der Naht schon fertig. Und fertig angenäht, sollte das dann so aussehen. Jetzt drehen wir das Kissen auf links und legen die offenen Seiten übereinander. Wir können uns die natürlich auch feststecken. Jetzt wechseln wir wieder das Nähfüßchen zum normalen Nähfuß. Und nähen jetzt einmal die offenen Kanten im Nähfüßchenabstand zusammen. Und dabei am Anfang und am Ende wieder verriegeln. Wenn die beiden Nähte genäht sind, dann öffnen wir den Reißverschluss und wenden einmal unseren Kissenbezug. Dabei arbeiten wir schön die Ecken aus und schon können wir unser Kissen damit beziehen. Fertig bezogen sieht es dann so aus. Hier ist unser Reißverschluss und der Bezug ist fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!